Und es geht weiter mit dem wenig Twinsaga. Ich bin jetzt hier in Meridia und werde dort nur ganz kurz meine 10 Schicksalsreisen für heute erledigen. Jawohl. Vor noch kurz aufwärmen, in Schwung kommen, in die Folge reinstarten. Keine Sorge, die 10 Schicksalsreisen zeige ich natürlich nicht im Video, das schneide ich dann raus. Aber was man dann sehen kann, ich würde mal schätzen, ich werde Level 24 erreichen. Mindestens. Und das geht relativ flott. Also mal schauen. Aktuell läuft übrigens gerade ein feines Event. Hier Klassen-XP-Boost-Event. 50% mehr. Klassenerfahrung. Das ist doch fein. Vielleicht muss ich dann mal zum Kleriker wechseln, um dieses Event gut auskosten zu können. Erste Schicksalsreise erledigt und meine Klasse hatte direkt ein Level-Up. Moment mal, dann muss ich ja tatsächlich jetzt hier die Klasse wechseln. Ich habe zwar den Kleriker danach erst dazu bekommen, aber doch, vielleicht muss man den hochziehen, dass man die anderen bekommen kann. Ich denke zwar nicht, dass das was damit zu tun hat, aber ich wähle den jetzt. Kleriker, ich nehme dich. Deine Hand leuchtet. Egal, das macht jetzt mal nichts, denn ich muss weiter questen. Moment, was ist das hier? Ich habe freie Stellarit-Slots. Ach so, das muss man mit jeder Klasse hier einzeln festlegen. Dann rüste ich einfach mal was aus. So. Und erledigt. Nächste Quest. Ich bin Level 23 und der Kleriker ist Level 2. Bald Level 3. Okay. Talentpunkt. Da skill ich einfach irgendetwas. So. Und Level 24. Kleriker Level 5. Sakralschein gelernt. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, mal wieder zu wechseln. So. So dass ich den Schützen auch wieder ein bisschen hoch leveln kann. Genau, 24, 22 passt, perfekt. Ich habe jetzt 5 erledigt, wenn mich nicht alles täuscht. Dadurch bekomme ich noch mehr Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, bin schon Level 24. Wo bin ich denn hier? 5 von 10 erledigt. Genau, das heißt, da tut sich definitiv noch was. Am Ende fällt es dann immer ein bisschen schwer, die letzten Schicksalsreisen zu finden, weil die teilweise versteckt sind und auf der Karte irgendwie, habe ich die auf der Karte noch nicht gesehen. Sind die eingezeichnet? Hier, da finde ich nichts von wegen Schicksalsreisen. Vielleicht hier könnte man sie sich raussuchen. Ach so, Quatsch. Stimmt, ich könnte hier einfach die Punkte dann auf der Karte suchen. Oder nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich jetzt ein Double Level Up haben. Nein, noch nicht. Jetzt aber, oder? Kann ich mitkommen? Kommt schon, lasst mich mitkommen. Jawohl, Level Up, Level 25 und Level 23. Nur zur Erinnerung, ich habe bei 22 begonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher noch ein Skillpunkt. So, rein damit, bestätigen. Und wo ist hier noch eine Kiste? Und damit habe ich erstmal alle abgeschlossen. Aber das ist mir jetzt erst aufgefallen. Beziehungsweise eingefallen, weil ich das beim Kleriker gemacht habe. Geh auf das Fenster. Ich muss hier die ganzen Stellaritsteine, die ich da finde, die muss ich da auch reinziehen ins Inventar und dann verwenden. Also alles mal öffnen, beziehungsweise hier habe ich die Minitasche. Da öffne ich, also die rüste ich aus und da gibt es erstmal ein größeres Inventar. Alles rechtsklicken, öffnen und die ganzen Stellarit hier reinholen. Die kann ich jetzt noch irgendwie verstärken und so weiter und so fort. Erstmal sortieren. Dann, wie funktioniert das nochmal mit dem bei aktueller Klasse ausgerüstet? Ach so, Moment mal. Das möchte ich gerade nicht tun. Ich rüste nämlich was aus. Erfahrungspunkte plus 1% hätte ich da zum Beispiel. Mit Geschwindigkeit außerdem, Max Lebenspunkte, Verteidigung. Ich will eher Angriff. Dein Angriff haben eine 5% Chance, dem Ziel jede Sekunde Schaden. Hey! Das hört sich gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Dann den roten hier auch rein. Ach so, der ist anstelle... Ah, der mit Crit ist doch besser. Kann ich den hier nicht reinziehen? Rhombusrot. Und das ist ein anderer. Schade. Schade, schade, schade. Und hier bei grün. Oh Mann, da gibt es viel zu viele. Welchen soll ich da nehmen? Welcher ist der beste? Angriff. So, obwohl ich gerne Crit hätte. Crit hier. Crit, Crit, Crit. Und blau besitze ich ebenfalls. Verteidigung oder Lebenspunkte. Lebenspunkte. Gut, die anderen habe ich anscheinend noch nicht. Kann ich die jetzt irgendwie veredeln, verstärken? Mal schauen. Dann.
Nö, kann ich nicht. Hier auch nicht, denn da fehlt mir ein Evolutionskristall. Schade, denn dieser Stein wäre, glaube ich, der hat dann nochmal diesen Effekt, Crit plus 0,5%. Na gut, muss ich erstmal schauen, wo ich dieses Material auftreiben kann. Kurz sortieren, da war noch irgendeine Login-Belohnung, genau. Bam, badam, ui, 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 ich sehe da ein schönes Kostüm. M und W, W kann ich natürlich nicht tragen, Geschlecht nur Mädels. Und hier? Yo, das sieht fein aus und gibt vor allem auch noch Stats. Also hier 1% XP und plus 2 Angriff. Sieht gut aus. Passt dann auch mit den Hörnern irgendwie? Ja, perfekt. Wow, und weg ist er. Da ist er. Weg ist er. Okay, weiter geht's. Na dann, weiter geht's mit den Missionen, würde ich sagen. Erstmal wieder meine Senshi herbeirufen, die nette Hymnensängerin, Sängerin Fina. Und dann geht's hier bei Kamina weiter. Ich bekomme einen Gürtel. Da besitze ich allerdings schon einen. Der neue dürfte aber stärker sein. So, was gibt's jetzt? Irgendwann muss ich ja dieses Housing-Feature auch kennenlernen. Federweste für die Brust, Lebensmitteltrank oder einen fliegenden Händler. Wenn da mal jemand... Hey! Stinkschleimer, Flubber, warte doch auf mich, denn ich muss die ganzen Bosse auch mal klatschen. So, ausweichen, sehr schön, muss die ganzen Bosse mal klatschen, zumindest einmal. Dann gibt's glaube ich, immer ein Achievement, also nicht immer, aber oft, beziehungsweise immer öfter. Sprich mit Cedric, kennen wir den schon? Ich glaube schon, oder nicht? Mal schauen. Gut, Flubber ist erstmal down. Sagatsu möchte mein Freund werden, natürlich annehmen. Und habe ich da jetzt... Ah, ich habe so eine Karawane. Titel Opfer. Erhaltener Titel Opfer. Okay, Moment. Erhaltene Titel. Dann bedam. Wo bist du? Herold? Wow. Gut. Opfer. Speichern. Ich bin ein bösartiges Opfer. Jetzt muss ich diese Karawane nämlich zu wem bringen? Grüße an dich. Das stand hier gerade irgendwo. Stand das im Chat? Oder in diesem Chat? Da. Verdammt, ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Hier hat man auf jeden Fall jetzt so ein... Ah, Moment mal, hier steht's dran, genau. Fordere deine Beute vom hiesigen Beuteverwalter ein. Wo ist denn der? Level 42 bist du. Nicht schlecht. Wo ist denn der hiesige Beuteverwalter? Mal schauen. Hier sehe ich noch nichts, oder? Sieht jemand was? Ich nicht. Doch, da unten. Beuteverwalter Zacharias. Ich bin hier und er ist dort. Ja, den hole ich mir mal flott. Da steht auch schon rum, der kleine Beuteverwalter Zacharias. So, möchtest du meine Karawane haben oder wie auch immer man das nennt? Der ist übrigens Level 53, sehe ich hier. Das ist ja die Klassenstufe. Also, ich habe einen Kampfbrief erhalten. Ach so, den habe ich mir schon mal abgeholt. Da dürfte ich jetzt zwei haben. Und den muss ich dann irgendwo zu Revel in den Kampfclub bringen. Da stehen auch die Koordinaten dran, aber ich weiß nicht, ob das diese Zone ist. 561, 354, 561. Wo bist du? Hier in etwa. 561, 35. Asketen Nier. Stimmt das hier so? Müsste da unten sein. Keine Ahnung, aber da ist, glaube ich, nichts. Da war ich schon mal. Ist das in einer anderen Zone? Mal schauen. Wie gibt es da Kampfclub oder was soll denn das sein? Da unten ist doch kein Kampfclub, oder? Oh, hier kann man auch lauschen, das habe ich anscheinend übersehen. Dann mache ich das mal kurz, da bekommt man nämlich immer Erfolge und Titel, da gibt es richtig viele von diesen Konversationen. So, lass es mich doch erklären. Nein, ich höre einfach nicht zu, la 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 la. Komm, her mit dem Titel. Aber es gibt einen Grund. Ja, den wollen wir jetzt alle hören. Nein, dafür ist es nun zu spät. Ja, erhalten Erfolg, das war's dann. Und Titel? Stolz. So ist es fein. Und zu Cedric. Aha, das ist also Cedric. Mal schauen, was macht der so? Ein Mechaniker. Bekomme ich jetzt von dir mein Gebäude? Das will ich ja mal hoffen.
Denn hier steht eigentlich schon dran Karawandel, Level 20, aber durch die Schicksalsreisen habe ich anscheinend ein bisschen zu schnell gelevelt. Federweste ausrüsten, dann hier mit dem Schleicher sprechen. Neue Ausrüstung, okay, Level Up habe ich bekommen. Verstärkungsrollen gebunden, eine Evo-Rolle. Nö, das ist mal kein Karawandel. Ausrüsten, aufgepasst, du wirst von wow, mitten in der Stadt? Was ist denn da los? Nicht mit mir. Definitiv nicht mit mir. Die sind ja schneller down, als ich Schleicher sagen kann. So, hier noch skillen. Genau, bestätigen. Einen Punkt muss ich noch irgendwo verteilen, glaube ich. Oh, Achtung, jetzt gibt es eine geheime Mission. Ich muss das Banditenkostüm anziehen. Und mich und das Volk mischen. So sehe ich gut aus. Jawohl. Jetzt die Käferpuppe verwenden. Wo läuft denn der hin? Was machst du? Wohin? Benutze die Käferpuppe, um die Räuber abzulenken. Okay. Und hier? Teilekiste. Teilekiste, Teilekiste. Noch kurz warten wahrscheinlich. Oder so? Gut gemacht. Die erste Kiste haben wir schon mal. Für die Mädels da oben habe ich noch einen anderen Trick auf Lager. Oh, jetzt kommt's. Der Charmeur Cedric. Ich habe Schmuck dabei. Hoffentlich merken sie erst nachher, dass der nicht echt ist. Ja, dann zeig mal. Benutzt die Juwelenschatulle. Als ob ich hier... Okay, verstehe. So, mal schauen. Heute muss mein Glückstag sein, sagt sie. Hey, sag mir nicht, dass du die ganze Kiste mitnimmst. Sie gehört mir. Ich war schließlich der Erste, der sie gefunden hat. Der Erste oder die... Egal, wie auch immer. Jeder ist... Was für ein Haufen von... Wow. Hey, Cedric. Cedric, wasch dir den Mund. Was soll ich machen? Großes Banditenkostüm. Jetzt geht's aber mal los. Hier ist die letzte Kiste, die er einsammeln muss. Was labern die? Über sexy Typen? Das schätze ich an dir besonders. Übrigens, was macht der Dickwanz da eigentlich? Oh, wir wurden entdeckt. Komm, mach weiter. Wer ist hier dick? Ich werde das ganze Lager in Schutt und Asche legen. Und er läuft weg. Naja. Ganz so, wie sagt man, selbstbewusst wirkt das nicht, mein lieber Cedric. Ich denke, gegen die ganze Kameradschaft würden wir hier verlieren. Wow, sie haben uns entdeckt. Aber kein Problem für Fina und mich. Wir schlagen ihnen ins Gesicht. Und dann sind sie down, wenn sie sich trauen. Cedric, gut gemacht. Schöne Mission. Haben wir erfolgreich absolviert. Und ich bekomme nochmal Verstärkungsrollen, wenn ich blutschwingen Gegner besiege. Hauen wir sie windelweich, sagt er, und verschwindet sofort. Da muss man ja nicht mal ausweichen, gar nichts. Da ist man so stark. Ich bin so stark geworden jetzt durch Level 25. Das ist unfassbar. 4 Wachen muss ich noch besiegen. Das sind Vorhut. Was sind denn die Wachen? Wachen. Vorhut. Ich klicke das mal an. Ein Wachmann ohne Brustpanzer. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Und auch hier die Ladies. Ziemlich leicht bekleidet. Wie sollten hier meine Schläge irgendwie blockieren, parieren können? Heieiei. Level 26. Jawoll. Belohnung auswählen, hier wieder Stellarit. Noch immer kein Luftschiff. Das gibt's ja wohl nicht. Den Anführer besiegen. Wow, jetzt geht's aber mal los hier. Vibriert alles, da explodiert alles. Sprengstoff ist angebracht und es wäre jetzt angebracht, einen Rückzieher anzusetzen. Das ist da wohl der Anführer. Der Bassimo. Hey, den kenne ich aus den Schicksalsreisen. Den Bassimo Junior zumindest. Direkt Special einsetzen. Bam, 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 bam. Wow, wenn man da die Lebenspunkte ansieht. Während dieses Skills. Der ist ziemlich schnell down. Ich blicke da gar nicht wirklich durch. Muss mal das Interface ausblenden, um mehr sehen zu können. Bösartig Opfer Schilling. Was für ein Titel. Ich glaube, ich muss den wieder ändern. Na gut, das wäre erledigt. Was nehme ich da nur? Angriff oder Verteidigung? Ich entscheide mich für Angriff, selbstverständlich.
Und nochmal irgendwelche Banditen besiegen. Ja, so wie es aussieht. Ach so, Level 21. Wunder gibt es immer wieder. Ich bin hier bei Level 17. Flucht ist zwecklos. Wie es aussieht, kann das noch dauern bis zu meinem eigenen Karawandel. Schade eigentlich. Banditenflüchtling, ja, die nehme ich mir auch noch zur Brust. Für diese Folge würde ich aber mal sagen, war's das erstmal. Dankeschön, dass du mich hier begleitet hast. Das ist schon ein lustiges Mount. Das wird anscheinend später noch größer. Hier mit Pilzen und so weiter. Flügel sogar hinten dran. Bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.